Ich meine, seid ihr schon ein wirklicher Bärmel. Den ganzen Abend in das Mega-Dekolleté von dieser depperten Fusen gegafft. Und du hast recht. Sag mal, spinnst du? Also ich habe überhaupt nirgends hingeschaut, ja? Sag mal, bist du wahnsinnig? Was stehst du nur auf der Straße? Ja, komm, schau mal. Hey, bist du verletzt? Hörst du mich? Wo kommst denn du her? Hol die Polizei. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Grüß euch. Wir haben zwei Tote. Peter Faber und seine Frau, Susanne Faber. Ihr kleiner Sohn Moritz hat das Ganze überlebt. Er ist draußen vor der Tür. Angehörige? Es gibt Angehörige in Graz. Ich habe schon versucht, die zu erreichen, aber bis jetzt kein Glück gehabt. Wie alt ist denn der Junge da draußen? Er ist 10. Franz, was hast du? Tja, ein Schuss in den Hinterkopf. Nicht aufgesetzt, aber aus kurzer Distanz und aus Augenhöhe. Die Anordnung der Blutspritzer, da zeigt uns, dass der Täter nicht seitlich, sondern hinter ihm gestanden ist. Keine Kampfspuren oder Abwehrspuren. Im Haus gibt es übrigens eine Alarmanlage. Aber die war ausgeschalten. Das Übliche. Wir haben nichts Konkretes, was auf die Tatwaffe hinweist. Was heißt das? Nichts oder nichts Konkretes? Nix. Patronenhülsen Tito. Okay, du sagst also, der Herr des Hauses hat den Kühlschrank aufgemacht, holt sich Schlauchrobers oder sowas und dann... Bang. Ja. Ist es ein Kaffee? Lapp, sagen Sie schon. Bitte? Geräucher der Schwarzte, magst du? Ja, die Kollegin Beck ist... Unten. Also nach einem missglückten Einbruch schaut man das doch nicht aus. Keine Kampfspuren, keine Hülsen. Zielgerichtet und professionell. Franziska ist da drüben. Ich schaue mir noch den Rest an. Okay. Hallo. Hallo. Guten Morgen, Kollegen. Also ich habe haptisch noch nichts verändert. Ich erwarte allerdings auch keine größeren Überraschungen. Weiblicher Korpus, geschätztes Alter zwischen 35 und 40. Und wie beim Opfer in der Küche, Schuss aus kürzester Distanz mit sofortiger Tötungswirkung. Kissen genommen, aufgesetzt, abgedrückt. Kaltschnauzig. Absolut. Das wirkt auch professionell. Die hat nicht einmal mehr Zeit gehabt zum Aufwachen. Nur, warum hat sie den Schuss oben nicht gehört? Schalldämpfer. Und hier nimmt ein Kissen? Na, vielleicht war das überhaupt der erste Schuss da. Schlafmittel. Ob sie allerdings davon was Intus hat, weiß ich erst nach dem toxikologischen Befund. Brauchen wir bald. Mhm. Was sind die Totenflecken? Naja, Gesichtsmuskeln, Augenlider, Arme. Keine komplette Leichenstarre. Exitus frühestens vor 4-5 Stunden. Kommt hier bitte mal. Da hat jemand versucht, seine ganze Familie auszulöschen. So eine Drecksau. Keine Angst, Moritz. Das ist nur ein Beruhigungsmittel und das wird dir helfen zu schlafen, ja? Hallo. Hallo. Hi, Moritz. Ich bin Penny. Schau mal, ich hab dir da ein paar frische Klamotten zusammengepackt. Du kannst dich jetzt umziehen, okay? Wenn Sie ihm bitte dabei helfen? Gerne. In dieser Sackerl bitte die alten Klamotten rein und die dabei anziehen. Und das Ganze dann bitte zum Erkennungsdienst. Okay. Kann ich mich drauf verlassen? Klar. Danke. Entschuldigung. Hat er irgendwas gesagt? Sie sind tot. Beide tot. Je eher uns was erzählen kann, desto größer ist die Chance, dass wir diese Schweine kriegen. Ihr bringt den Jungen jetzt sofort zu dieser Adresse. Nicht ins Jugendamt, was? Klar? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Lassen Sie den Jungen doch wenigstens bis morgen zufrieden. Entschuldigung, ich habe falsch angefangen. Ich bin Karl. Maria. Maria. Der Moritz ist eine der Zielpersonen gewesen heute Abend. Und ich fürchte, es ist immer noch. Wir müssen ihn in Sicherheit bringen. Diese Wohnung ist ein sicherer Ort unserer Abteilung. Er braucht jetzt Personenschutz. Gut. Das ist wahrscheinlich wirklich das Beste für ihn. Wir passen auf ihn auf. Keine Sorge. Danke. Keine Stopps unterwegs, keine Mitteilung an die Zentrale. Nur von mir nimmt er was entgegen, ist klar? Okay. Ihr bleibt vor Ort, bis ich mich melde. Mhm. Danke. Mama. Komm ich jetzt ins Waisenhaus?
Konflikt sind. Na. Weil beide tot sind. Schau, ich könnte dir jetzt sagen, dass alles okay ist, aber so ein Scheiß wirst du sicher nicht hören, oder? Weißt du, man sagt immer, die Erwachsenen, die können sich so viel vorstellen. Nur wenn ich ehrlich bin, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie es dir jetzt geht. Aber weißt du, was wichtig ist? Du bist noch im Leben. Du bist in Sicherheit. Bei uns. Danke, Herr Kommissar. Ich bin der Helmut. Moritz. Susanne Faber, 36, Stiefmutter von Moritz und die zweite Gattin von Peter Faber. Wir haben weder eine Tatwaffe noch Geschosshülsen und keinerlei Hinweis auf forciertes Eintreffen. Das heißt, hat einer gründlich aufgeräumt. Der toxikologische Befund von Frau Faber ist positiv auf Nebiophil. Das ist kein starkes Schlafmittel, aber sie hatte eine erhöhte Dosis Intus. Nicht letal. Berufe der Opfer? Sie war Freelancerin in der Werbegrafik und er Gründer und Inhaber der Intertrans, ein Speditionsunternehmen mit Spezialgebiet Gefahrentransporte. Aha, na gut, das müssen wir uns auf jeden Fall anschauen, ist ja klar. Für diese Exekutionstheorie sprechen natürlich auch diese Drohbriefe, die wir im Arbeitszimmer gefunden haben. Wissen wir jetzt eigentlich schon, was dieses Topolio ist? Drei Sachen zur Auswahl. Eine Gemeinde in Rumänien, ein chinesischer Haubenkoch und das Kürzel von einem belgischen Cartoonisten. Liegen irgendwelche Anzeigen vor wegen der Drohbriefe? Nein, gibt's nicht. Die Nachbarn sagen, dass sie nichts Auffälliges bemerkt haben. Die Fabers haben keine Angst gezeigt, es gab keine auffälligen Personen oder Fahrzeuge vor dem Haus, gar nichts. Haben Sie was gefunden auf den Briefen? Naja, der Laborbericht sagt keinerlei Fingerabdrücke auf diesem A4-Kopierpapier, weiß, gebleicht, chlor- und holzfrei. Die Buchstaben sind aus Gratiszeitungen und Werbeprospekten, also die zurückzuverfolgen ist unmöglich, schon klar, ja. Naja, nicht unmöglich, aber es wird eine Zeitl dauern. Gut, gehen wir mal davon aus, der Täter glaubt, er hat die gesamte Familie liquidiert, also inklusive des Buben. Das sollte man vielleicht so lassen, ne? Deshalb haben wir Moritz vorerst in einer Zeugenschutzwohnung untergebracht und nicht ans Jugendamt überstellt. Sehr gut. Aber da muss er vielleicht auch nicht bleiben, weil da gibt es ja irgendwelche Angehörigen, oder? Ja, Tante und Onkel in Graz, die Familie Vossler. Die Anja Vossler ist, also war natürlich die Schwester von Peter Faber. Er ist leider gerade auf Geschäftsreise, aber schon am Weg zurück. Sie hat sich sofort bereit erklärt, den kleinen Moritz aufzunehmen. Jedenfalls alles besser als er heim. Der Karl und ich bringen den Clan zu ihr nach Graz. Okay. Ich sag den Grazer Kollegen, sie sollen in den nächsten Tagen ein Auge auf die Residenz Vossler haben. Am Abend davor war alles normal. Ich habe dem Papa und der Susanne gute Nacht gesagt und bin ins Bett. Aber mitten in der Nacht bin ich aufgewacht. Stimmen. Was waren das für Stimmen, Moritz? Mein Papa und eine andere Männerstimme. Ich habe nicht verstanden, was sie gesagt haben. Dann bin ich rüber zu Susanne. Susanne, da ist jemand beim Papa. Ich habe gewusst, dass es keinen Sinn hat, weil sie immer Schlafmittel nimmt. Dann war ein Schuss. Da bin ich in mein Zimmer und habe mich im Schrank versteckt. Noch ein Schuss im Schlafzimmer. Dann kam er zu mir rein. Direkt neben meinen Schrank. Ich
höre sie immer noch. Dann bin ich rauf. Papa? Da lag der Papa. In der Küche uns. Und alles war blutig. Papa! Dann bin ich raus auf die Straße. Der Mann in deinem Zimmer, kannst du den beschreiben? Groß war er. Er hatte auch eine Maske mit Löchern für die Augen. Und Handschuhe. Ich habe ihn nur in der Tür gesehen. Ich habe aber so viel Angst gehabt. Naja. Na, das ist ganz normal, dass man da Angst hat. Da kacken sich sogar Erwachsene an, oder? Wir beide ganz bestimmt. Dein Papa in letzter Zeit irgendwie anders gewesen, Moritz? War er irgendwie nervöser als sonst? Der hatte Stress mit seiner Arbeit. Was meinst du da? Was denn für ein Stress? Erwachsenenstress. Sicher wegen Geld. Hat dein Papa deiner Mama von seinem Stress erzählt? Die Susanne war nicht meine Mama. Sie ist die zweite Frau von Papa. Meine Mama ist gestorben, als ich 6 war. Ich habe der Tante von Moritz in groben Zügen erzählt, was passiert ist. Wie kann man denn kennen? Den Umständen entsprechend? Die ist für einen Kollegen. Das Problem ist schon dabei. Was soll denn passieren? Wir melden uns aus Graz. Ja, bitte. Trotzdem irgendwie habe ich das Gefühl, dass da 3 Lautstuben auf Klassenfahrt gehen. Was ist los? Irgendwelche Fanclubs? Alles sauber. Sie meinen, ob uns jemand folgt? Glauben Sie, dass der Killer jetzt hinter mir her ist? Aber okay, wieso denn? Wo wird's das denn so ausgetrickst? Außerdem sitzt im coolsten und schnellsten Polizeiauto der Welt. Der hat überhaupt keine Chance. Aber auch wenn das ein ganz böser Mensch ist? Tja, Mann. Aber jetzt für die ganz Bösen. Da sind wir 2 Spezialisten. Ah, oh, ah, oh, oh. Na schau, also doch Rumänien und nicht der chinesische Chefkoch. Eigentlich schade. Wir starten. Bitte gern. Ja, Rumänien hat gewonnen. Eine kleine Gemeinde nahe der ungarischen Grenze. Das da stand aus den örtlichen Zeitungen. Giftmüll im Grundwasser. Todesrate in der Kommune Tobolio steigt. Giftmüll tötet die kleine Felicia. Mysteriöse Todesfälle in Tobolio. Diese Artikel mutmaßen weiterhin, dass das organisierte Verbrechen hinter diesen illegalen Giftmülltransporten steckt. Während Sie mutmaßen, die Speditionsfirma vom Faber. Ganz genau. So quasi im Stil giftmüllgeschädigter Tobolaner kommt drauf, dass der Krebs seiner Tochter Made in Austria ist, beschließt den Giftschieber samt seiner Familie umzubringen. Und jetzt erklären Sie mir bitte nur eins. Wieso verschickt er vorher Tonnen von Hassbriefen? A. Der Täter will eh klar emotionalen Terror ausüben. Und B. Er will, dass sein Opfer weiß, warum es exekutiert wird. Bei meinem Onkel und bei meiner Tante bin ich eh sicher. Wir haben sogar einen Bodyguard. Wow. Also Onkel Waldi hat einen. Wenn er zu Konferenzen muss und so. Hat mir Mina erzählt. Wer ist Mina? Meine Cousine. Sheila in Kitzbühel. Das war richtig cool. Mein Onkel hat dort ein Haus. Bin sogar Snowmobil gefahren. Was macht dein Onkel vom Beruf? Topmanager. Topmanager? Okay. Was macht so ein Topmanager? Ach, das sind 900.000. Möchtest du ein Stück Apfel, Moritz? Ja, bitte. Wieso hast du deine ganzen Stofftiere unter die Decke gestopft, bevor du dich versteckst? Naja, ich dachte mir, wenn der Mörder mich auch umbringen will,
so ein leeres Bett sieht, dann würde er nach mir suchen. Schön klar. Habe ich aus einem Film. Trotzdem sind meine Eltern tot. Kann man nur so bad sein? Warum immer mit mir sowas passiert? Versuche mir schon den ganzen Morgen das Gesicht von Papa vorzustellen. Du musst dir eine Situation vorstellen, die du mit ihm erlebt hast. Ja, und welche? Nein, was dir einfällt. Als du mit dem Fußball gespielt hast, als er dich von der Schule abgeholt hat, als er dir was vorgelesen hat, sowas. Früher, wenn ich nicht einschlafen konnte, ging ich immer in sein Arbeitszimmer. Normalerweise gesagt, geh schlafen. Manchmal haben wir zusammen Filme geschaut. Gangsterfilme in Schwarz-Weiß. Cool. Aber das war früher. Dann hatte er keine Zeit mehr für mich. Nie. Oder wollte halt einfach. Ach, das stimmt doch nicht, Moritz. Komm mal her. Das ist ein Pool und im Keller ein Heimkino mit Spielkonsole. Mina! Jetzt, komm jetzt rein! Moritz? Ja. Moritz? Oh Gott sei Dank lebst du! Jetzt ist alles gut. Ist alles gut. Oh, lass dich anschauen. Oh Gott, du bist hier ganz blass. Am besten, du ruhst dich jetzt zuerst mal aus. Hey Barsky, das ist mein Kollege Novak. Fossler. Unsere Kollegin hat angerufen. Ja, ja. Ach, du hast bestimmt Hunger, oder? Wir haben gar nichts im Haus. Ich kann Sushi bestellen. Dann setzen wir uns zusammen und reden ein bisschen. Hm? Oder Pizza. Möchtest Nein, du Pizza? Ich will nichts essen. Bitte auch nichts reden. Gar nichts. Okay. Darf ich bitte auf mein Zimmer? Ja, ja, natürlich. Du kennst dich ja aus. Klar. Mina, Schatz, richt bitte das Gästezimmer her, ja? Ja, ja klar. Ich mach das selber. Sag Bescheid, wenn du was brauchst, ja? Ja. Sind das die Herren von der Kripo? Ja, das sind die Herren Novak und Bin... Rybarski. Entschuldigung, von der Kripo Wien, mein Mann. Tag. Torwald Fossler. Das sind die Herren, die dem Mo geholfen haben. Aha. Was wissen Sie? Was dürfen Sie uns sagen? Herr Faber, Frau Faber. Sind in der Nacht auf Dienstag erschossen worden. Haben Sie die Täter identifiziert? Gibt's Verdachtsmomente, irgendwas? Der Moritz hat einen Mann gesehen, groß, kräftig, das Gesicht hat er nicht erkannt. Aha. Wir nehmen an, dass ein gezielter Anschlag gewesen sein könnte. Haben Sie eine Idee? Ein geplant, aber wer würde denn nicht... Und der Moritz hat ihn gesehen? Frau Fossler, hat Ihr Bruder Feinde gehabt? Hat er Ihnen gegenüber etwas von einer Bedrohung erwähnt? Nein, nein, nichts. Wenn die Familie beisammen war, wurde nicht über Arbeit gesprochen. Da hätten die Damen protestiert. Ich habe nicht über Arbeit, sondern über Bedrohung gesprochen, Herr Fossler. Ich meinte ja bloß, dass man sich im geschäftlichen Bereich schon mal Feinde macht. Nur ein schlechter Geschäftsmann hat keine.
Aber nicht jeder gute Geschäftsmann bekommt Morddrogen zugeschickt, oder? Haben Sie Sicherheitspersonal im Haus? Moritz hat irgendwas von einem Leibwächter erwähnt. Oh. Anton, dieser russische... Anton unterstützt mich. Er begleitet mich, wenn ich in Länder reise, wo es haarig zugehen kann. Schatz, bist du so lieb und holst mir eben den Moritz, bitte? Bin mir sicher, er möchte sich von den beiden Herren verabschieden. Ja, natürlich. Kann ich Sie kurz sprechen? Lanz, Sie haben den richtigen Riecher gehabt. Ich habe gerade mit einer sehr netten Kollegin von Interpol telefoniert. Die haben bereits vor Monaten Ermittlungen gegen die Speditionsfirma von Faber aufgenommen. Das heißt, die Medienberichte in Rumänien waren nur die Spitze des Eisbergs. Kann man nicht vorstellen, dass er diesen Druck nicht verspürt hat. Und wahrscheinlich nicht nur er. Ja, ja, klar. Die wollen natürlich nicht nur die Lieferanten, sondern auch die Erzeuger. Kursleit Kunstdünger und Pestizide. Die Firma von Vossler. Glauben Sie, dass wir durch Moritz' Präsenz gefährdet sind? Wieso fragen Sie? Hier. Die ersten kamen vor 2 Monaten. Alle Inlandspost. Irgendeine Ahnung, von wem die stammen könnten? Ich arbeite in der Chefetage eines Industriekonzerns. Kursleit, Kunstdünger und Pestizide. Da gehören Drohbriefe zur Tagesordnung wie der S-Klasse Dienstwagen. Aber nachdem Sie mir jetzt das mit der Bedrohung erzählt haben... Schaut aber nicht so aus, als ob Sie sie nicht wehren könnten. Ach so, ja. Bin passionierter Jäger. Der Wettstreit zwischen Mensch und Tier, Sie verstehen? Schaut, dass die armen Viecher nicht zurückschießen. Haben Sie neben Jagdgewehren sonst noch Schusswaffen, Herr Vossler? Ja, ein paar Faustfeuerwaffen. 2 1862er Colt Navy mit Zertifikat. Eine Pistole aus dem Zweiten Weltkrieg, Erbstück meines Vaters. Liegen die auch gegen jede Vorschrift offen in Ihrem Haus herum? Ihr geht? Einfach so, ohne euch zu verabschieden? Sehen Sie zu, dass das Zeug schnellstens in einem abgesicherten Schrank verschwindet. Wie es sich gehört, sonst kriegen Sie richtig Ärger. Nein, natürlich nicht. Wiedersehen, Frau Vossler. Wina! Jetzt mal ins Blaue gesprochen. Der Faber entsorgt Giftmüll für seinen Schwager, für den Vossler, und wird dabei erwischt. Dann sagt er bei seinem Auftraggeber aus, um seine Haut zu retten. Da sieht doch der Vossler verdammt alt aus. Und um das zu verhindern, täuscht er den Rachemord eines Giftmüllgeschädigten vor. Danke nochmal. Und Cowboy fühlt sich wohl? Ja. Naja, das wird schon. Alles gut. Aber jetzt. Ciao. Daddy. Wiedersehen. Gut, der Vossler war zum Tatzeitpunkt zwar auf Geschäftsreise, aber was, wenn er trotzdem für den Mord an den beiden Fabers verantwortlich ist? Lanz, dann haben wir gerade den einzigen Überlebenden an den Auftraggeber des Mordes ausgeliefert. Die Buben brauchen gar nicht nach Hause kommen, die sollen sich ein Hotel nehmen und den Moritz weiter beobachten. Also ich meine, okay. Hotel. Wachsam das Auge, billig das Hotel. Mhm. Belege brauche ich. Ja, aber was sollen die beiden denn konkret tun? Ja, gar nichts observieren. Man legt ja nichts vor gegen den Vossler. Und nervös machen darf man den jedenfalls nicht. Gut. Und holen den Baum aus. Hör mal, mit welcher Befugnis? Nur weil wir den Onkel Waldi im Visier haben? Ich sag dir was, der Moritz ist nicht unmittelbar in Gefahr. Das sagt mir zumindest mein Bauchgefühl. Bitte, was heißt Bauchgefühl? Beide seine Eltern sind tot. Du, pass einmal auf. Wenn der Anschlag auf die Fabers das Ziel gehabt hat, den Spediteur mundtot zu machen, dann ist der Bur nicht das Ziel. Ist doch logisch. Okay, bis später, ne? Auf ihn! Auf geht's! Wir sind nicht gut!
Schatz ganz gut zu gehen. Er sah regelrecht fröhlich aus. Ja, Kinder verdrängen den Schmerz ja oft recht gut. Dafür sieht der Bodyguard aus wie sein eigenes Geschehen. Der verdrängt da irgendwas. Könnte sie vielleicht... Danke. Penny, ich schicke dir jetzt ein Foto. Vom Vossler heißt Anton Drewrewski. Sein gebürtiger Moskowiter, der hat nicht nur 7 Jahre Erfahrung bei den Fallschirmjägern und diverse Kampfeinsätze hinter sich, sondern auch ein ganz hübsches Vorstrafenregister. Ja, bin schon verliebt. Ich verstehe dich. Einige Einträge in seinem Armeeregister sind geschwärzt. Dir muss ich ja nicht erzählen, was das heißt, oder? Dass Anton kein Buddhist ist, würde ich sagen. Ganz genau. Gewaltbereitschaft und Waffenerfahrung ist eine hübsche Kombination. Also der hat ganz sicher die Eier, so eine Sache durchzuziehen. Der Drewrewski lebt seit 12 Jahren in Österreich, also... Alle möglichen Security-Jobs durch, alles vom Türsteher bis eben jetzt hin zum Bodyguard. Okay, danke. Habe ich euch schon vor Wieler bemerkt, wie ihr uns gefolgt seid. Dachte ich, ihr seid von Polizei, aber war ich nicht ganz sicher, wegen Oldtimer-Kübel. Kübel? Hallo? Gehen wir ein Stück. Waldi hat Todesfall in der Familie gehabt. Seine, wie heißt Bruder von Frau? Sein Schwager und dessen Frau sind erschossen worden. Hat er davon erzählt? Und dass er Drohung hat bekommen. Wundert Sie das gar nicht, dass der Chef damit nicht zur Polizei geht? Und was macht Polizei? Bis konkrete Bedrohung ist, können wir nichts machen. Oder? Gut für mich. Ja, gut. Ist es Ihnen eigentlich schon einmal gelungen, einen Anschlag zu verhindern auf dem Vossler oder auf der Familie? Kleinigkeiten, wie Demonstration gegen Betrieb. Immer bei Pestizidfirma und Industrie kommen Hippies und werfen Farbe. Also nie ernsthafte Probleme, nicht. Pass jetzt auf Kinder von Waldi auf. Guter Job. Nette Kids. Viele Kinder von Reichen, sie sind schlimmer als die Eltern. Nicht Mina und Junge. Moritz. Da, Moritz. Apropos, darf ich mal sehen? Hebigel-Automatik, 9mm. Ohne Sie mit Details verwirren zu wollen, es gibt Geschäftsverbindungen zwischen Vossler und den beiden Mordopfern in Wien. Vielleicht musste Faber deshalb ins Gras beißen. Sie meinen wegen Waldi? Nur war der dummerweise zur Tatzeit gar nicht im Lande. Der auf Geschäftsreise ist, haben wir überprüft. Und das führt uns zu Ihnen. Waren Sie vorgestern in Wien? Ich habe Menschen getötet. Im Befehl. Krieg. Aber das? Das hat doch niemand behauptet. Vorgestern war ich in Warschau. Prüfst du nach und legst du mich. Sie bekommen sie wieder, sobald unsere Ballistiker mit ihr fertig sind.
du machst den ganzen Tag so ein Gesicht. Ich hab kein anderes. Komm, du hast doch selber auch gesagt, dass dir der Tatort komisch vorkommt. Naja, nur weil es nicht wie ein klassischer Raubüberfall oder wie ein klassischer Einbruch ausschaut. Hat sich ja bestätigt. Hast du das Zimmer präsent? Ja, ja, ist von mir. Ich glaube, wenn du reinkommst, links ist das Bett. Der kleine Bub hat seine Stofftiere unter der Decke drapiert. Dann versteckt er sich im Schrank. Der Täter kommt ins Zimmer hinein und schießt aufs Bett. Nee, er kommt nicht rein. Moritz hat zuerst gesagt, der Täter hätte von der Tür ausgeschossen. Ja, dann hat er halt von der Tür ausgeschossen. Jedenfalls schießt er zweimal und glaubt, dass er den Klamper unterwischt hat. Ja, aber die Tür? Wie verdeckt ihn doch die Schranktür, so wie die angeschlagen ist? Kann Moritz von seinem Versteck aus den Täter überhaupt nicht sehen? Woher weiß er dann, dass der Kerl eine Sturmhaube aufhatte? Ja, wahrscheinlich, weil er unter Schock standen ist. Du hast selber gesagt, er hat mit seinem Vater immer Krimis geschaut. Na, schon möglich. Kinderfantasie. Also, der Faber kommt in die Küche. Geht zum Kühlschrank, macht die Tür auf und dann Schuss in den Hinterkopf, auf Augenhöhe. Allerdings gibt es an der Einschussstelle keine Mündungsfeuerverbrennungsspuren und das heißt, der Schuss, der ist nicht aufgesetzt gewesen. Die Gerichtsmedizin und die Ballistik kommen beide zu dem Schluss, dass die Schussentfernung 2 Meter war. Und Wohlfahrt sagt außerdem, der Schuss muss gerade ausgeführt worden sein. Was heißt das denn? Der Täter hat hinter der Kücheninsel gestanden. Mit einem 2 Meter langen Arm. Na, das heißt, dass du zu viel Krimis schaust. Vornehmlich Horrorfilme, würde ich sagen. Novak? Ja, bis auf die Tatsache, dass ich ein Zimmer mit meinem Kollegen teilen muss, sehr gut. Echt? Aha. Na bitte. Okay, und das haben die Kollegen von der Station in Aurach alles herausgefunden? Na super, danke, Bussi. So, Herr Thorsten Vossler hat vor 2 Monaten eine seiner Waffen als gestohlen gemeldet. Wie praktisch. Wenn du mir jetzt noch erzählst, dass es eine 9mm ist, dann gebe ich den Kaffee auf. Bingo. Er hat gesagt, sie ist aus seinem Waffenschrank in seinem Ferienhaus in Kitzbühel entwendet worden. Hast du gerade Kitzbühel gesagt? Hm? Könnten Sie den Jungen mal in Ruhe lassen, bitte? Das ist schon eine Zumutung. Das illegale Beseitigen von Giftstoffen ist auch eine Zumutung. Ja, eine Straftat. Was meinen Sie? Das wissen Sie genau. Wo ist Moritz? Hier draußen. Wo geht's denn überhaupt? Fälle gewinnen! Oh, ich kann ihn holen, aber wo hat wirklich schon genug? Ich kann... Moritz! Was wollt ihr schon wieder? Wir wollen uns ein bisschen plaudern mit dir. Mama, Papa, was ist denn? Alles in Ordnung, mein Schatz. Ja, wir können... Entschuldigung. Wir reden ganz in Ruhe, ohne Erwachsenenstress, okay? Nur wir drei. Was wollt ihr? Nina, gehst du zu Mama, bitte?
Die Pistole hast du aus dem Haus deines Onkels mitgenommen. Weil ich das letzte Mal in Kitzbühel war. Das Schloss vom Waffensafe war kein Problem, wenn man gut beobachtet. Sitzt euer Chef und schaut zu. Fragt sie sicher, wenn ein 10-jähriges Kind zu so etwas fähig ist. Was das macht, jetzt red einfach weiter. Alle 60 Sekunden wird ein Mensch umgebracht. Männer, Frauen und Kinder. Das macht im Jahr 525.600. Okay, wir wollen jetzt nur darüber reden, warum du deine Eltern umgebracht hast. Mein Vater war selber ein Mörder. Der hat Menschen vergiftet. Einfach so. Ich habe mehr Leben gerettet als zerstört. Und nochmal, die Susanne war nicht meine Mutter. Auf das psychologische Gutachten bin ich gespannt. Wird auf jeden Fall außergewöhnlich. Papa hat meine Mama wegsperren lassen. 4 Jahre. Wegen Depressionen. Dann hat er sich scheiden lassen. Und die Mutter? Hat sich erhängt. Wie war das mit den Drohbriefen? Ich wollte halt, dass es so aussieht, wie jemand, der Rache nehmen wollte. Hat Beweise gebracht. Ihr braucht ja Beweise. Abendessen. Hausaufgaben kannst du auch noch später machen. Bastelst du? Ja, so Schere-Schnitte. Collagen für die Schule. Cool. Ja, danke, Susanne. Also dann, Picasso. Abendessen in 5 Minuten und wasch dir die Hände, ja? Als mein Vater dann die Briefe in der Post bekommen hat, ist er ziemlich ins Rotieren gekommen. So funktioniert das nicht, Rado. Ja, dann müsst ihr schauen, wie ihr die Schadensbegrenzung hinkriegt. Wieso? Die sind ja schon bezahlt worden. Wieso noch einmal? Wir besprechen das morgen. Geh schlafen, Moritz. Ich kann nicht. Schau mir bitte noch einen Film an. Na gut. Dann habe ich ihn doch noch dazu überredet, mit mir einen dieser alten Filme anzuschauen. Mit Schoko-Eis, bitte. Okay. Was machst du denn da? Ein Schlagobers, okay. Dann habe ich ihn erschossen. In den Hinterkopf. Einen Moment lang hat es mir voll leid getan. Wirklich. Er war mein Papa. Aber dann habe ich weitermachen müssen. Denn wer zögert, hat schon verloren. Und dass die Susanne durch den Schuss nicht aufwachen würde, wusste ich schon. Wegen dem Schlafmittel. Habe ich ihr beim Abendessen ins Weinglas gegeben. Teddybär hat dich schon präpariert. Vorbereitung ist halt alles. Ich musste nur aufpassen, dass ich nicht überfahren werde. Bitte, man kann doch nicht einfach so seine Eltern... Weil ich ein besseres Leben haben wollte, Helmut. Nicht mehr bei meinem Vater, der sich nie um Menschen gekümmert hat, sondern bei meiner Tante und bei meinem Onkel. In einem schönen großen Haus. Und bei der Mina. Der ist krank. Der ist psychisch krank. Das ist wahrscheinlich ein Fehler im paralimbischen System, oder? Vermutlich. Oder der Amygdala. Du hast 2 Menschen umgebracht.
Du fühlst gar nicht. Fehlt jegliche Empathie, da ist einfach nichts. Keine Liebe, kein Mitgefühl, keine Angst. Jetzt komme ich in so eine Psychoanstalt, oder? Du wirst behandelt, ja. Ganz sicher. In den Häfen kommst du nicht, was du das meinst. Naja, wer weiß. Ich bin 10. Ein paar Jahre Therapie. Sitze mit anderen im Kreis und rede über meine Gefühle. Wenn ich wieder rauskomme, seid ihr zwei vielleicht noch im Dienst.